Ist der? Wo ist der 150er Archie, den du entdeckt hast? Hier unten Richtung Grünpenöpel. Richtung Grünpenöpel. Ich guck gerade. Da oben sehe ich einen. Ja. Das ist der rote, das ist ein Zehner. Nicht in roten, ich sehe einen grauen. Ein grüner muss es sein. Der, der gerade gefressen wurde vom Rex? Nee, der war hier auf der anderen Seite. Du hast gesagt Richtung Grünpenöpel. Ja, ich bin rechts. Ich bin links. Und vor mir treibt sich ein Agi rum. Und zwar ein 25er. Komm, räumen den Luftraum, dann finden wir den anderen besser. Und wo ist der hingeflattert? Weiß ich nicht. Du, als du den gesehen hast, in welche Richtung der geflattert ist? Da lag, da war er auf dem Fußboden. Da saß er hier. Wo ist hier? Rechte Seite. In rechte Seite. Ist er mich hier unten? Da, wo der komische Stachelvogel hier rumrennt. Ich weiß aber, wo er vorhin rumrannte. Hier, ja. Bin ich immer noch nicht. Ich bin beim Tech-Fahrer. Tech-Fahrer sehe ich hier nicht. Mach mal Damage. Und ich bin jetzt rechts vom Obelisken. Rechts von der Basis, wenn man zum Obelisken guckt, ja? Ja. Ja, da bin ich. Da ist ein Agi. Level 10. Ach, da bist du. Seh dich. Sieht aus. Ja. Kann er vor 5 Minuten hier weg sein? Naja, schon ein bisschen länger. Der ist hier rumgelaufen, wo der was ist das denn für ein Kentro rumgerannt ist. Da ist er auch nicht. Da auch nicht. Ups. Ja, der wird nur ins Desert geflattert sein, das vermute ich. In die Stadt rein kommen die nicht so oft. Kann aber auch schon durchaus Geschichte sein. Dem, was hier rumpäst. Zwei Rexe sind mittlerweile schon. Okay. Und 80. Da ist ein Agi. Dächend roter. Level 80. Du sprachst von dem Grünen. Ja. Er ist hier aktuell nicht mehr zu finden. Säbelzahnkatze, böse, böse Miezekatze. Bin ich oben am Wasser? Bin unten am Wasser. Auch kein Agi, die Rexe kommen jetzt hier hoch, aber das ist Schnuppe. Ich hole mir mal meinen Vogel. Nix. Ey, Para.
an die schießt dich gleich um. Hast du Darts? Jo, ich dachte, ich habe immer 10 Zeug im Vogel. Immer. Versuch direkt Kochtröpfer. Ich hab gemogelt. Was? Nix. Versuch Headshot. Hast du alles? Teddy, nimm doch mal deine Nase da weg. Oh, bloß Darts. Die Knarre ist auch schon richtig geladen. Hier. Oh, dann pack ich meine wieder rein. Die Knarre und die Darts. Und dann direkt auf den Kopf. Teddy, nimm den... So. Im Vogel? Ja, klar. Im Equip-Ordner. Wie gesagt, ist immer direkt dabei. Mehr. Nur nach Cortex haben wir nie bei, wa? Mehr. Ja. So, wir schießen um. Hol ihn am besten direkt ins Auge. Mit Schaden das macht. Ah, 26, na, das war der Hals. Lass ihn laufen, gleich hängt er in irgendeiner Ecke fest. Genau. Egal. Ja, ist egal. So flüchte Hupfu. Waren keine Treffer. Nur wenn die Zahlen kommen, sind die bestätigt. Ja, Hitbox wieder mal, ne? Zum Würgen, ehrlich. Echt, es ist die Hölle. Also andere Spieler auf der gleichen Engine kriegen es nämlich wirklich hin. Hast du ganz selten mal keinen Treffer. Ganz selten. Liegt. Es ist schlimmer geworden, also seit dem Extension. Nö, ist eigentlich schon immer so gewesen. Ganz besonders schlimm bei Vögeln. Es sei denn, in der Zeit, wo ich Pause hatte, wurde es besser. Das kann natürlich sein. Oh, jetzt kannst du ihn erstmal schön gechillt da liegen lassen. Beide 10 Runde während des Bounds. mach ich den mal eben. Zack. Und wie sieht's aus? Naja. Und hat der 1000? Naja. Dann jump ich mal eben rüber. Oder wolltest du das machen? Nö, mach du mal, du bist schneller mit deinem Flieger. Okay. Ja, jetzt können wir den Rex mitnehmen. Denn der doofe Stego, geh mal aus der Seite da. So. Danke. Es sind 4 Wände hoch, ne? Ja. Okay. Ja. Also es passt ja nicht rein. Der Rexi. Der passt ja sowieso nicht mehr durch die kleinen Türen, das haben sie ja weggefixt. Ach stimmt, ja. Den der Quatsch. Der war ja auch. Ja, stimmt, der war auch was. Aber das sind ja nicht die kleinen, das sind ja schon die mittelgroßen, ne? Die wir drin haben. Also, die jetzt eingebaut sind. Die kleinen, ne? Ihr habt kleine eingebaut? Ich dachte, es wären mittelgroße. Es gibt nur klein und groß, also Behemoth und Geld. Die Holz und die Steine sind gleich groß. Ach so. Es gab immer 3 Größen. Haben die das auch wieder genervt? Nö, ich kenne nur die 2 Größen von jeher. Holz, Stein und Behemoth. Und Holz und Stein sind die gleiche Größe. Aber wir haben beides da hinten stehen, kann man sich gleich mal anklicken. Okay. Mhm. 250, 500 und 900 habe ich im Kopf. Von den Zahlen, was man braucht an Steinen.
Tor. 200 und hat Olli aus hier. Das Holztor 80. Das Stein 280 und 900 wäre dann Behemoth. Aber ich meine, die Holz- und die Steingates haben die gleiche Größe. Okay. Meine ich. Also die Holz sollten kleiner sein. Aber gut, es ist völlig wurscht. Haben wir ja das zu stehen, kann man gleich gucken, genau. Warte, Ekus, Teddy, Rex. Ja, ich weiß. So, Rex ist oben. Wo ist Carnotta? Hast du den Finger oben? Wird man dich loben. Komm schon. Seid den ollen Otter angefüttert, jetzt ist er weg. Ja, der bedankt sich für den Fisch. Vergiss nicht da oben das Vieh. Ja. Halt deinen Bogenfisch. Bärtouren. Carnotaurus. Ja, noch ist der Vogel schneller, aber fehlt nur mal viel. Er hat noch nicht Fülle verloren. Okay. 130 ist er. Was? Bitte was? 1545 Torpor hat er und bei 1120 ist er. Alles klar. Also gerade, ja, nicht mal bei der Schrift. Ich waren wieder bis Anschlag vollgemüllt. Nimmst du gleich noch vielleicht Zitronen mit? Ich weiß nicht, ob es dann schneller geht. Mit Gemüse, ja. Ja. Da habe ich übrigens auch nicht nachgeschaut. Habt ihr da mal nachgeschaut? Ich hatte geguckt. Okay, wunderbar. War, als ich letztes Mal geguckt habe, noch alles tutti. Ich glaube, es soll auch eine Woche lang halten. So. Da kommen jetzt. Diesen Stress hier, lass mich durch. Das läuft noch. Andi, die Werkbänke sind voll. Brauchst du noch Dächer? Ja. Dächer, okay. Eigentlich auch gehen. Kann man die in der Werkbank? Ne, Hand. Okay. Komm her, Digga. Hoppala. Nur Retoure. Hops, hops, Tür zu. Ach du Scheibenkleister. Einfach nur das Fell weg, dann geht's auch. Ich wiegt halt 100 Tonnen. Da holen wir die Burschen mal wieder runter. Zack. Rexo. Und Carnotta. Oh, Glück gehabt. So, jetzt kriegt ihr beide eure Sättel. Ja, leider sind die dann komplett verstellt. Das ist leider nicht auszuschließen. Oh, Zipf. Hä? Ach, da habe ich ihn doch schon. Der ist jetzt auch bei 30% runter. Andi. Ups. Er ist fertig. Toll.
Ohne nachzunarkotisieren. 231 ist er geworden. Okay. Wie viel Leben hat so? Ich kann selber schauen. Und ich hatte vorhin 1100 irgendwas. Rexy, komm mal ran hier. Ja, der war 156. So, wollen wir mal gucken. Der geht ihm bis knapp über den Rücken, der Rahmen. Die sind gleich groß, die Tore, Holz und Stein. Wow. Zwei Foundation breit und geht den Rex bis am Rücken der oben der Sims. Hier ist nämlich ein Holztor drin. Mhm. Da wollten wir den Agi machen. Gleich groß. Breite definitiv, weil wir vorhin gemessen hatten, wo wir die Steine eingebaut haben. Und Höhe okay. Bis zum Rex-Rücken. Und das gehen die Steintore ja. Auch. Okay. Ja, aber da passt jetzt durch, oder wie? Nee. Das hatten wir doch in der Basis versucht. Genau, danke. Ja, das haben sie gefixt. Das ging immer gut und die haben es immer damit bezeichnet, dass es schon immer so funktioniert hat. Außerdem sieht man ja, dass der Rücken da durchpasst. Das müssten sie jetzt irgendwann gefixt haben. Vielleicht rückwärts. Kam es immer bequem dadurch, das ist eine Sauerei, ey. Rückwärts. So, was macht der eigentlich an Schaden? Der erste... Oh, what the heck? Was hat er gemacht? 149. Oh. Boah. So, Leben hat er jetzt schon mal direkt vernünftig. Unter 10.000 Leben kannst du einen Rex nicht gebrauchen. Und das im normalen Spiel. Hier ist eine andere Frage. Er hat jetzt 13. Er hatte vorher nur 6. Also da ist jetzt eine Menge an Levels reingegangen, aber... Skorpioneier brauchen wir. Ja, such dir welche. Ja, ne? Rennen ja noch Skorpione rum. Aber wäre doch schön, wenn wir erstmal eins nach dem anderen machen. Ja, ich weiß. Einen halt, ne? Ja. Dann wird alles angefangen und alles nur halb. Das ist doch doof. Ja. Also die Dächer mache ich mir jetzt selbst, ja? Ja. Ja, so. Ja, wer bist du denn? Wer hat dich denn angeschleppt? Andi? Ja. Ja, dann bau mal einen Futtertrog. Du weißt, wie viel Fisch der frisst. Ja, hat schon Fisch drin. Ja, ja, gut. Aber du weißt, ne? Mit Daniel. Wenn du ihn um den Hals legst, steigt dein Kälte- und Hitzeresistenzen. Mhm. Wusstest du das? Ja. Bist also doch keiner der drei Deppen. Ich wusste das bis vor gar nicht so langer Zeit noch gar nicht. Aber hier ist das wohl gar nicht so schlimm. Ich mit meinen 6 Fortitude, ich habe weder im Eis gefroren, noch in der Wüste, weiß ich nicht. Aber im Eis habe ich noch nicht mal ansatzweise gefroren. Und das mit Flakrüstung. Den gar nicht gejuckt, wo ich das eine halbtote Lamm da gefunden habe. So, wollen wir mal die Hütte von außen ankicken. Ob Andi da vernünftig Dach gedeckt hat oder ob Holzwürmer nicht mit Stein arbeiten können. Ah ja, doch. It's a chic. Wo will der Para schon wieder hin? Achso, der war auf Flüchtetour. Hallo, Rexy. Rexy, Rexy. Wer? Das Fräuchchen hat dich wahrscheinlich immer noch nicht geritten, ne? Halte ich den mal in dem Alarmmodus. Ja. Behalten. Aktiviere Geschützturmmodus. Ja. Ja. Wi-Fi Karl ist wieder da. Er hat ein Enemy entdeckt. Da vorne. Ich sehe den roten Punkt. Wo ist der rote Punkt? Wo ist der rote Punkt? Ah, da. Ja, irgendwas Kleines. Bestimmt eine Ameise. Was bist du? Das ist ein Stein. Oh nee, unser Wi-Fi-Harry ist kaputt. Der zeigt hier auf den Stein und sagt, da wäre ein Feind.
Ja, ernsthaft, der rote Punkt war auf dem Stein. Ich habe den Stein jetzt aufgehoben. Jetzt ist da wieder einer. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es ja ein Golem. Ah, da, hier, den da. Wo willst du hin, Ophiraptore? Wo laufen Sie denn? Warten Sie doch! So, ich bin gleich wieder da. Der Rex ist mir zu langsam. Carnotta! Nee, Karchen, ne? Oder wie heißt er? Karchen. Karchen Donnerbrei. Dort wieder sein Geschäft verrichtet. So. Ja, Rex, du brauchst noch ganz, ganz, ganz doll viele Punkte. Wir brauchen noch Eule zum Heilen. Eine Eule. Da. Hattest du schon Futtertrog gebaut? Nö. Gut, dann mach ich einen. Jo. Komm. Was ist denn hier? Komische lebende Pelz. Ne, du? Ja, passt ja. Grünspan, ne? Für Stats. 88 HP. Ich würde draußen vor das Tor patschen. Vor eins der Tore. Da uns ja hier keiner bemopsen kann. Weil nicht. Hier so, ne? Dann kriegen sie von drinnen und draußen Food. Ob wir sie dann reinstellen oder nicht reinstellen. Räume schon mal leer. Jo. Trog steht. Hast du noch was zu futtern bei Olli? Ich hab Fleisch dabei. Die habe ich gerade reingetan. Meinst du das? Wo rein? Im Futtertrog. Wo oder rein? Oder brauchst du Essen? Für ich. Ah, hatte ich vorhin extra noch gefragt. Ja, aber müsste im Argimeres Deck sein. Hier bei mir. Wo der Rex steht. Ich hab nie nicht meinen gefüttert. Hier sind mehrere Stacks drin. Danke. Nicht direkt eingesteckt. So. Hier mal ein bisschen Fisch holen für den Fratzer. Hattest du nicht eben gesagt, der hat genug? Ja, ein bisschen hat er drin. Ja. Also, ne? Vier Stacks. Drei Rollratten hier und. Vier Stacks, ne, Andi? Je mehr Stacks du holst, wird eh schlecht. Müsstest du Grillfleisch machen. Aber das da frisst. Ja, ja, sollte. Also die anderen Tiere fressen auch gegrilltes Fleisch. Okay. Wüsste jetzt nicht, warum nicht. Gut, dann lass ich's sein. Du musst dir Grillfleisch machen, bevor kein Fisch mehr da ist. Du weißt nicht, ne? Hier, Biber und so. Nichts mehr wiederkommt. Deswegen. Dann verhungert dir der kleine Fratz. Ich drehe lieber ein paar Runden mit Rexor. Oder Rexi Rexi. Männchen oder Weibchen? Egal. Er braucht noch einen Namen. Rexi, wenn es ein Weib. Kein Weib. Würden ja Donner. Würden ja Donnerkiste nennen, so oft wie der da sein Häufchen versetzt. Na, mach doch. Nö, ich gebe den Tier keinen Namen. Level ohne Ende. Na. Ja, das hättest du früher sagen müssen. Die können unsere Basis einfach so zerpflücken. Das ist nur ein stinknormaler Alpha. Ja, richtig, genau. Alphas können schon immer alle Strukturen one-hitten. Oder annähernd one-hitten. Lande doch einfach, du Scheißgeier. Na. Alphas sind schon immer gefährlich. Und immer. Die töten unsere Viecher ja ratzfatz. Welches Level? Andi? Das habe ich nicht gesehen, das habe ich nicht gesehen. Das ist wichtig, weil dann, das ist dann Kampf oder Aufgabe und Flucht. Mit dem 120er Alpha Raptor? Haben wir nichts für.
Ich hab gedacht, hier gibt's keine Alpha. Wo ist der denn? Bei uns an der Basis rechts. Komm mit. Na, sag mir erstmal das Level. Ja. Mal gucken. Ich glaube, die machen 3 oder 4 mal so viel Schaden wie normaler und haben 10 mal so viel AP. Na, Prost Mahlzeit. Geil, mindestens 6 Level. Da oben ist er. Und der holt mich ja vom Tier, ne? Oder, nee, dem Alpha haben sie vom die Rex. Fähigkeit genommen. Vom, weiß ich nicht, aber der vom Rex hat mich bis jetzt keiner Kano. Vom Kano ja, vom Kano richtet dich runter. Ja, aber Alphas haben sie die Fähigkeit ja genommen. Die machen okay. Das nicht. Dass ich mit dem Stego klopfe, so. Ich hätte nicht geglaubt, dass Alphas doch drin sind. Jetzt krieg ich da die Kante. Das ist so schwer. Genau, jetzt macht er nämlich wieder. Mit dem Rex holen? Mm-mm. Der ist dann ganz Geschichte. Der hat kaum KP. Okay, du bist gleich im Wasser. Ich muss den wieder pünktlich vor mir kriegen. Half-Life. Warte, wow. Ich schnappe mir. Du kannst ihn nicht schnappen, das ist ein Alpha, geh weg! Jetzt hast du mich gegrapscht! Du kannst einen Alpha nicht heben! Oh, jetzt. Kano hat ganz viel Schaden dadurch. Du kannst einen Alpha nicht graben, Andy. Geht nicht. Alphas sind geschützt. Weiß ich doch nicht. Ich weiß, deswegen sag ich es dir ja. Kannst du ja auch nicht wissen. Der würde dich auch wahrscheinlich direkt totbeißen. Guck mal, der macht beim Carnotta 38 Schaden. Das ist ganz schön viel. Jetzt habe ich ihn wieder vor mir. Kann ich ihn immer schön zurückbouncen. Oh, Kano macht nicht mehr lange. Schnappt ihr den Rex. Schnell. Okay. Geschafft, erledigt, gewonnen. Oh! Carnotta hat aber nur noch 646 HP. Na dann ab rein in der Basis. Was? Gibt kein Alpha-Loot mehr? Wow, ernsthaft? Ja, kein Alpha-Loot. Oh Gott, das war das Beste dran. Auch keine verlorene Tasche. Es gibt kein Alpha-Loot. Da kann auch nichts genommen? Nee, ich habe schon reingeguckt, auch in mein Inventar. Keine Tasche, kein nichts. Das ist mies. Ja. Weil das war ja immer die Belohnung dafür. Richtig. Ja. Darauf habe ich ja auch gehofft, dass wir gute Waffen, Werkzeug oder Equip kriegen. Ja, nichts. Besonders Blaupausen und so, ne? Nur das ganze Prime. Und natürlich die Alpha-Raptor-Kralle, ne? Ja, Alpha-Raptor-Klau, Rohstoff. Nichts anderes. Boah. Ey, das ist mega mies. Ja. Weil das Level ist nämlich auch noch ausschlaggebend, was für Equipment bekommt. Richtig. Ich krieg aus dem Hohen viel besser, so konnte man sagen. Ist das mies, ey. Nehmen sie einem das auch noch weg und die sind ja nun mal sehr, sehr selten. Ich hab's eher für ein Gerücht gehalten. Andys Lieblingsfarbe. Kann ich mir nicht vorstellen. Soll ich den Geier reinstellen? Nee, ich will das Viech eigentlich reinziehen. Ich meine dein Vogel, soll ich ihn rein... Achso. Genau. Ich will da keinen Angriff riskieren, deswegen. Lass ich jetzt aber nicht wieder aus den Augen. Nee. Ist da ein Schweigen an hier? So. Warum? Weil ich hier einen roten Punkt immer kriege. Ah, stimmt, ich sehe ihn auch gerade. Aber ein Trike tut er auch nicht als Punkt markieren, sondern nur Tiere, die aggro sind. Ja, ein Ichikonus ist das gewesen. Der hat ein Gras war der fast. Aber Andi, wenn du mit einem Vogel unterwegs bist, kannst du kommen und den mal eben rübertragen. Muss ich den hier nicht ewig lang rumziehen?
ja cool. C3PO lebt da noch? Ja, mein C3PO? Ja. Ja. Aber ich gebe eine Meldung gekriegt hab. Was denn? Dass er jemand getötet hat, ja. Aha. Weil als ich den Ichi getötet habe, kamen die Libellen an, deswegen. Shit. Raptoren sind hier. Anni, bist du unterwegs? Wo bist du? Wenn du aus der Basis rauskommst, rechts. Ah, da, ich sehe dich. Und da ist ein rosaner Ankylo. Den einfach mal bei der Basis aufs Dach schmeißen. Und ich sehe ein Kano. Hinter dir. Ja, ist egal. Da, auf der Ecke ist der rosane. Hab ihn. Ich war einfach kurz aufs Dach geschmissen. Rollratten auf dem Weg zu uns. Mhm. Zwei Stück. Krieg hier ständig Musik, ey. Kampfmusik, ne? Nee. Oder Audio-Bug. Iron, nicht bei uns hier. Bitte? Nicht bei uns hier. Was, wie nicht bei uns hier? Hier hinterm Haus. Was ist denn? Ich glaub, was ich hier mit die Ratten. Richtig. Also. Weil die uns zur Base angreifen oder was drin ist. Die greifen jetzt schon an? Ja. Enforcers greifen doch keine Strukturen an, okay. Nee, Rollratten. Rollratten. Meine ich doch, Defense Units. Okay. Doch, also greifen auch Strukturen an. Ah, also das hat auch umgepatcht. Die wollen zu den Tieren, die drin sind, und deswegen hauen sie dagegen. Sind sie weg? Ja. Scheint aber keinen Schaden an den Steinstrukturen zu machen, wenn das hier auf der Seite war. Nee, ich hab sie rechtzeitig weggenommen. Hinten beim Altar war da. Ja. So. Ich equip mich eben. Ich mach Pfeif alles. Alles passiv. Alles passiv. Ich will ihn in die Hütte reinziehen. Okay. Dann liegt er in der Hütte. Alles transferieren, ja, danke. Weil der lohnt sich bei den Metalldingern hier. Okay, dann kannst du mir bitte vorne im Tor ablegen. Also hier vorne irgendwo. Kannst du mal den Otter denn irgendwie aus dem Weg schaffen? Wo ist denn der Otter? Bei meinem. Neben der Werkbank da hinten. Ach so, nee, das sollte funktionieren. So weit wollte ich den gar nicht ziehen. Ich will den da in die freie Ecke ziehen. Blitz. Frag mich, wo der ist. Bitte weg. Sonst pullt das um. Der Punkt immer herkommt. Das ist der Parasaurus. Er hat einen Feind erkannt. Und das ist jetzt das Tier, weil es jetzt aggro ist. Leider ist er etwas langsamer. Die Tiere sind meistens nicht mehr an der Stelle, wenn der das anzeigt. Genau. Kann dann einer die Türen wieder zumachen, nicht dass er gleich da raushaut? Bin da. Supi. Genau, der fährt keine Aggro auf den Rest. Der fährt nur die Aggro auf mich. Okay. Aber so fristen uns niemand an. Na gut, ich darf mich jetzt nicht hitten lassen oder zu nah dran sein, wenn ich neben Tieren stehe, das ist klar. Oh, scheiße. Die zweite Tür muss auch noch zu und, ey. Entschuldigung. Iron, machst du mal bitte die Tür zu? Wie gesagt, ganz entspannt. Ich will nur nicht, dass er gleich auf der Flucht durch die Tür abhaut. Ich kenne doch mein Glück. Bin. Ja, ist im Fluchtmodus. Entschuldige bitte die Ausdrucksweise, aber hier hinten retten blau, rot, lila, viel Rex rum. 55er. Wahrscheinlich nur ein Tech-Rex. Nee, ein normaler. Ja, also. Weiblich. Okay, was ist unser? Ach, 55, nee. Aber Level Rexe 120 plus, sofort klar machen. Liegt. Super. Perfekt. 145, fast Max-Level und noch ein Vibe einlegen.
Ja, nee, ich hab dir bloß erwähnt mit dem Rex nicht, dass der da zu uns kommt. Nee, du liegt jetzt hier zwar mitten im Weg, aber ich glaube nicht, dass das jetzt das schlimmste Problem ist. 145 ist Max-Level. Wenn das neue Level wirklich 150 ist, ist das schon echt anständig. Besser als der 135er, der weg war.